Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute wieder hereinschaust zum zweiten Türchen. Ich wünsche dir, dass du einfach vor Gesundheit und Lebensfreude nur so strahlst und strotzt. Ich wünsche dir, dass alles, was du anfängst, gelingt mit Leichtigkeit. Ich wünsche dir, dass all deine Beziehungen einfach wundervoll und erfüllend sind. Ich wünsche dir, dass du dich selbst annehmen kannst, dich selbst so magst, wie du bist und dass du auch die Leute um dich herum genauso toll findest. Ja, was wünschst du dir denn so? Kann es sein, dass du an einem normalen Tag verschiedene Wünsche zu einem denselben Thema äußerst? Hier ein Beispiel dazu. Wünschst du dir, dass du wirklich dich perfekter Gesundheit erfreust? Oder sagst du und denkst du, oh nein, ich will nicht krank sein? Wünschst du dir, dass du mehr als genug Geld hast, um dir alles leisten zu können? Oder denkst du und sagst du, oh nein, das kann ich mir jetzt nicht leisten. Ich habe nicht genug Geld dafür. Wünschst du dir, dass du alles schaffst, dass du gewinnst? Oder denkst du und sagst dir, ich will nicht verlieren. Jetzt scheinen diese Aussagenbeispiele ja irgendwie gleichwertig zu sein. Irgendwie sagt es doch das Gleiche, ich will nicht krank sein versus ich will gesund sein. Und doch macht es einen massiven Unterschied für dein Bewusstsein und vor allem für dein Unbewusstes. Stell dir mal vor, dein Gehirn ist wie so ein kleiner Genie, so ein Flaschengeist, der unbedingt alles dran setzen will, dass es dir, seinem Meister, einfach wunderbar geht. Dieser Genie funktioniert jetzt allerdings so, dass er anhand von deinen Gedanken herausfiltert, was dir wichtig ist. Ist es, ich habe mehr als genug Zeit? Oder ist es, ich bin so im Stress, ich habe keine Zeit für gar nichts? Und je nachdem, was mehr kommt und vor allem, was stärker kommt, sprich, was emotional stärker, auffühlender ist, das meint er, sei dir wichtig. Das meint der Genie, müsste er machen, dass du das erreichst, was du willst. Denn kommt ja öfters und stärker. Vielleicht habt ihr auch schon mal kleine Kinder beobachten dürfen. Da sagt die Mama, spiel nicht mit dem Müll. Nicht mit dem Müll, nicht mit dem Müll. Mit allem, aber nicht mit dem Müll. Und was passiert, wenn die Mama dann kurze Zeit später in die Küche kommt oder ins Bad, wo ein Mülleimer offen zugänglich ist für das Kind? Das Kind spielt mit einer Freude mit diesem Zeug und guckt die Mama mit großen Augen an, wenn die dann ankommt und sagt, habe ich dir doch gerade gesagt, nicht mit dem Müll spielen. Wieso machst du das nicht? Auch bei Kindern wird es ganz, ganz deutlich, dass unser Gehirn, unser Sprachzentrum wirklich Schwierigkeiten damit hat, mit diesen negierenden Sätzen umzugehen. Dieses Nicht hat irgendwie im ersten Moment keine Bedeutung. Und deshalb die Einladung und die Aufgabe heute an dich. Achte doch mal drauf, wie oft du diese negierenden,
diese verneinenden Sätze sagst, dieses Nie, dieses Keine, dieses Nicht und wie oft du tatsächlich sagst und denkst, was du wirklich willst. Auch das, wo du noch vielleicht im Moment gar nicht bist, aber wo du in Zukunft hin willst. Und immer wenn dir es auffällt, münze diesen negativen Satz, diese negative Formulierung sofort in die positive Formulierung auf, um. Also nicht mehr. Also sage in Zukunft, achte darauf, dass du in Zukunft negierende Sätze weglässt und dafür positive Sätze formulierst, in denen rauskommt, was du tatsächlich willst. Ja, ich bin sehr gespannt auf eure Rückmeldungen. Mir ging es, als ich angefangen habe, meine Sprache umzustellen, tatsächlich so, dass ich sehr oft innehalten musste und mir überlegen musste, wie formuliere ich jetzt diesen Satz, den ich schon wieder negativ sagen wollte, positiv um. Und vielleicht noch ein Anreiz, warum das tatsächlich Sinn macht. Wenn ihr, stellt euch vor, ein Kind geht gerade die Treppe runter, hat den Kopf überall und ihr wollt natürlich, dass es nicht die Treppe herunterfällt. Und genau das sagt ihr in diesem Moment, weil es so aus euch herauspurzelt, fall nicht die Treppe runter. Welches Bild hast du jetzt dabei im Kopf? Also mir geht es so, dass ich dann das Kind schon runterpurzeln sehe und unten am Fuße der Treppe in Tränen da liegen sehe. Und wenn die angesprochene Person, sprich das Kind, auch dieses Bild im Kopf hat, kann es viel eher sein, dass es tatsächlich ausrutscht, weil auch da der Genie mitdenkt. Ja, Gedanken, Sprache erzeugen Bilder, die natürlich auch wieder Auswirkungen auf unseren Körper, unsere Wahrnehmungen und auf unsere Handlungen haben. Stattdessen sage ich seither das, was ich eigentlich will, nämlich halt dich fest und geh langsam und vorsichtig die Treppe herunter. In diesem Sinne, habt einen wundervollen Tag, lebt selbstbewusst, achtet bewusst auf eure Sprache, auf euer Nicht, auf euer Nie, auf eure Keine Sachen und formuliert diese um. Ja, habt ein selbstbewusstes Leben und einen wundervollen Tag. Alles Liebe. Bye.